Moin, liebe Altblech-Azubis, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Ich bin Felix und in dieser Folge schauen wir uns einfach mal an, wie der Zustand unseres schönen neuen Scheunenfundgolfes allgemein ist, wie es innen drin aussieht. Wir räumen das Auto ein bisschen aus und auf und werden auch mal gucken, was wir hier alles schon mal so tun können jetzt auf die Schnelle und werden dann vielleicht am Ende noch eine Liste machen mit Sachen, die wir schon mal für den Innenraum besorgen müssen. Vorab, ich bin ein bisschen erkältet, das heißt, wenn ich ein bisschen komisch klinge, bitte ich das zu entschuldigen. Aber das Ganze ist natürlich eine absehbare Sache und ich bin bald wieder so, wie ich immer war. Also, willkommen, wir schauen uns den Innenraum an. Jo, also, wie gesagt, ich denke, wir fangen einfach mal damit an, dass wir den Müll ausräumen, beziehungsweise das Auto generell erstmal leer räumen und gucken, was wir von den Sachen, die wir hier im Auto finden, brauchen können, was wir nicht mehr brauchen können und was wir wirklich wegschmeißen. Grundsätzlich, dieses Auto steht seit etwa 20 Jahren, wurde vom Vorbesitzer also abgestellt und auch nicht wesentlich ausgeräumt. Es finden sich also immer wieder persönliche Sachen, also die ganz persönlichen Sachen habe ich schon rausgeräumt, aber sind mal so Visitenkarten vom Vorbesitzer, die bleiben natürlich nicht im Auto, aber die gehören natürlich zum Auto, die behalte ich, aber die kommen jetzt hier nicht on camera. Deswegen packen wir das schon mal eben zur Seite. Ansonsten würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wir kümmern uns gleich nochmal um das Radio, was nicht funktioniert, das werden wir wahrscheinlich auch rausreißen. Und entsprechend in den Originales ersetzen. Was gucken wir uns dann mal an? Wir fangen mal links an. Also, wir haben hier Mickey Mouse Scheiß, das ist schon mal Müll. Ein Brillenetui. Leider ohne Brille, ist auch Müll. Lego haben wir komischerweise in dem Auto in Massen. Also wirklich in Massen. Ich weiß mal, ob ich das vielleicht meinem Neffen schenken kann, wenn das nicht zu vergammelt ist. Hat es noch das letzte Mal, dass ihr mit Lego gespielt habt? Meine Zuschauerschaft ist ja eigentlich eher so ein bisschen älter. Wenn ich das in der Demografie richtig entnehmen kann. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen her, ne? Dann haben wir dann noch eine Nagelschere, die leider total verrostet ist. Made in Germany. Schade. Könnte man eigentlich gebrauchen für so kleine Schnippelsachen. Noch Regenkäfer, irgendein Saugnapf. Da haben wir nichts Besonderes drin. Ein Serviceheft haben wir leider nicht. Da haben wir hier einen versteckten Schalter, sehe ich gerade. Boah, ich brauche eine Lampe. Genau, das sind natürlich solche Sachen, die das Ganze mal furchtbar interessant machen. Okay, er ist nicht angeschlossen, er war auch nie angeschlossen. Aber hier ist auch ein Haufen anderer nachgezogener Kabel drin. Oh Gott, ne. Warum hat man hier einen Schalter versteckt? Oh, der bleibt da drin. Ha, ist ja geil. Jo, Fernbedienung für das Pioneer Radio. Das ist ein Pioneer KEHM 9300 RDS, also eine dicke Kiste. Mit Fernbedienung, leider ist der CD-Wechsel nicht mehr da. Das Radio an sich werde ich natürlich behalten. Ich weiß nicht, ob es hier ins Auto wieder reinkommt, weil die Kiste ist so dick, die passt eigentlich gar nicht zum Auto. Und ich brauche nochmal die Ausstattungsliste, damit man sich mal angucken kann, mit was das Radio original gekommen ist. Das Auto, Entschuldigung. Aber ich denke, das werden wir dann wieder zurückgerüstet und das Radio entsprechend umbauen auf Bluetooth dann. Müssen wir mal gucken. So, das hier ist alles von mir. Das ist so ein kleiner Entfeuchterbeutel und ein Luftfeuchtigkeitsfühler, deswegen auch mal aufs Autodach, das kommt nämlich wieder rein. Und dann haben wir hier alte Klammern von Sitzbezügen, D-Mark, wir werden also in diesem Auto zweifelsohne keine Euro- und Centstücke finden. Noch mehr Lego, wer hätte es erwartet. Eiskratzer, aber der ist leider schon spröde, schmeißen wir auch weg. Eine Sicherung. Oh, das ist ein Teil vom Teppich. Das ist, glaube ich, eine Haltung von einer Kopfstütze. Eine ziemlich vergammelte Sichtung, die werfen wir mal weg. Den Saugnapf auch. So, ich lasse mal hier mal liegen. Jetzt haben wir hier noch mehr Lego. Das ist auch irgendwas von diesem Auto. 181 VW-Teilenummer. Sieht auch irgendwie kopfstützenmäßig aus. Behalten wir auch mal. Oh, der Sitz kippelt schon ganz gut. Noch mehr Geldstücke. Alles Pfennige.
schmeiße ich natürlich nicht weg, auch wenn sie wertlos sind, aber ich habe so einen Frimmel, ich sammle immer Geld. Oh, hier ist ein ekliger, schmieriger, klebriger Scheiß drin ausgelaufen. Boah. Dagmar Mokamat. Sieht aus wie Chip für eine Waschanlage. Okay, das ist so vergammelt, das werfen wir weg. Boah. Ah, Handschuhe, ne? Wären was. Das macht es ein bisschen angenehmer. Jo, eine Lampenbox von Philips. Ziemlich unaufgeräumt. Die behalten wir, die kommt hier auch wieder rein. Einen ziemlich dreckigen Aschenbecher. Einen ziemlich kaputten, vor allem der schon mit schwarz angemalten Paketband geklebt wurde. Da wirklich mit dem Edding drauf umgemalt, weil der Aschenbecher am Arsch ist. Kauft euch mehr Gebrauchtwagen. Da lernt ihr Sachen. Kommt natürlich neu, den werfe ich jetzt aber nicht weg. Jo, das war das. So, was haben wir hier unten auf dem Boden? Allen möglichen Sitzschienen, Schrott. Also Gleitstücke von der Sitzschiene und natürlich, wie beim Golf 2 üblich, ohne Ende Schaumstoff aus der Lüftung, weil der zerbröselt. Wir müssen hier wahrscheinlich eh den Wärmetauscher wechseln, weil das noch der erste vermutlich ist und der diesen Reparatursatz bzw. diese Service-Geschichte nicht eingebaut gekriegt hat. Deswegen tauschen wir den vorsichtshalber mal lieber. Und dann können wir natürlich auch gleich die Dinger hier, diese Schaumstofflappen tauschen. Beziehungsweise reparieren, weil ohne heizt das Ding nämlich nicht vernünftig. Hier haben wir nichts. Das Schiebedach funktioniert. Aufkleber. Bosch. Filtro. Filter gewechselt am 25.09. 9 kann ich nur lesen, bei 154.115. Sagen wir 156.619. Naja, ist wie es ist. So, was haben wir noch? Wir haben Kindersitz, der wandert natürlich in den Müll. Dann haben wir einen von diesen wunderbaren Sitzbezügen hier. Aber leider, die müssen. Ne. Schade, aber naja. Ist wie es ist. Den anderen ziehen wir auch noch gleich ab. Bin mal gespannt, wie der Sitz darunter aussieht. Abgesehen von dem ganzen Schmodder. Bleh. Ja, dann kümmern wir uns nochmal ums Radio. Radio. Ach nee. Das ist. Sollte man lieber nicht tun, sonst gibt es GEMA, ne? Auch beim Singen war das doch irgendwie so. Das geht leider nicht an. Müssen wir mal gleich schauen, wieso. Mit etwas Glück liegt es einfach nur daran. Ach, fick dich. Dass das Radio kaputt ist. Na ja, super. Also da brauchst du natürlich wieder spezielle Ausbauhaken, die nicht dabei sind. Wahrscheinlich irgendwelche scheiß Blechlaschen. Weil sich jemand Mühe gegeben hat und die ganzen Blechlaschen umgebogen hat. Ne? Sekunde. Eine Sekunde. Ja, so richtig weitergekommen bin ich jetzt immer noch nicht. Also ich stecke einfach mal jetzt an die zu erwartende Stelle einfach mal Blechstreifen rein. Nee. Keine Chance. Ich will das auch nicht kaputt machen. Ich lese mir gleich mal die Anleitung durch. Die findet man nämlich im Internet. Mal
Manchmal brauchen die Dinger nur so ein bisschen Wackelei. Das ist wie alles in Autos, die so lange stehen. Die ganzen Kontakte, die sind alle nicht mehr so gut. Da muss man halt ein bisschen nach oben wackeln. Die Kassettenausgabe des Wachturms. 8. Mai 2002. Das ist immer so meine Testkassette für solche Radios. Guck mal. Mit einem Elektromagneten. Guck mal, ob das Kassettenlaufwerk funktioniert. Wo muss das wohl hier rein? So rum, ne? Play. Ganz langsam und ganz leise. Nur weiter so. Boah, ist das ein geiles Radio. Komm, dann schieben wir uns mal anders rein. Ah, kannst Maya-Kalender. Die Kassette ist super. Die ist GEMA-Freifall. War ein Abfall, dieser Verein. Ja. Also, die Witwenmacher hinten auf der Ecke. Hutablage, die sind ziemlich am Arsch. Was ist das wohl für eine Musik? Na, Shazam, wo bist du? Da. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Doch. Naja. Also jetzt wissen wir, dass das Radio funktioniert. Es geht übrigens auch ohne Zündung. Geht auch mit der Zündung nicht an. Und das Licht funktioniert auch nicht richtig, aber trotzdem. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir den Kofferraum mal weiter, wa? Oder? Doch, wir machen den Kofferraum weiter. Jo, Kofferraum! Ach. Ja, genau. Hier, da kannst du auf und zu machen, ohne den Knopf zu drücken. Ist ziemlich praktisch. Guck mal an. So. Hier haben wir die guten Witwenmacher. Die reißen wir natürlich raus und neue gute Ablage brauchen wir also auch. Ist übrigens festgemacht, mit Schrauben, die oben rauskommen, mit Nagelstellen, wo Schrauben drin sind. Kann man mal machen. Sind übrigens auch original Pioneer-Lautsprecher. Die werden wir natürlich auch zur Seite legen. Sowas kriegst du zum einen nicht mehr und zum anderen ist es zeitgenössisch für irgendwelche bestimmten Geschichten. Aber gehört halt hier nicht rein. Ne? Also das Auto wird zurückgebaut auf Original. Auch wenn die gerade nicht ganz so gut geklungen haben. Vielleicht ist nur Schmutz drin. Muss man mal gucken. So, Hutablage ist natürlich eine Seite. Die Dinge zum Arsch. Wie zu erwarten. Bei den schweren Lautsprecher. So, dann haben wir hier eine lose Seitenverkleidung, weil wahrscheinlich schon auf Rost kontrolliert wurde. Das finde ich löblich. So, dann haben wir hier den anderen Sitzbezug. Wir haben hier leider eine dicke Beule im Kofferraum, darf aber kein Rost. Was ziemlich selten ist bei diesen Kisten. So, die andere habe ich auch noch abgenommen. Das sieht also auch ziemlich rostbefreit aus.
Die Lackfarbe ist übrigens original. Arbeiten mit Microsoft Outlook 97. Tja, die Anfangszeit ist in der... Oh, es gab schon Clippy. Geil. Praxisnahe Anwendungsbeispiele. Oh, vielleicht fällt mir die Heckklappe auf die Birne. Lassen Sie sich Tipps zu Ihrer aktuellen Arbeit geben. Sie können sich während der Arbeit Tipps vom Assistenten anzeigen lassen. Sie können sogar bestimmen, welche Art von Tipps der Assistent anzeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Assistenten und klicken Sie dann auf Option. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie in der Registrierkarte Option die entsprechenden Kontrollkästchen, damit die gewünschten Tipps eingeblendet werden. Gleich die richtige Seite aufgeschlagen für Clippy. Ja, das behalten wir natürlich auch, ne? Also jetzt nicht wegen dem Auto zu wegen, aber so einen alten EDV-Kram kannst du mal aufbewahren. Microsoft Publisher. Microsoft Publisher 97. Erstellen Sie schnell und einfach beeindruckende Publikationen. Fetter Scheiß, Alter. Beeindruckend. Mit einer Übersicht der ganzen Clipart. Gibt's ja auch einen Seehund. Katzgra 1. Hähnchen. Oh, das Hähnchen sieht nicht schlecht aus. Ey, das nimmt der. Verarscht mich das. Microsoft. Oh, Arbeit mit Microsoft Word 97. Mit einer Product ID. Is it genuine? Ja, also der Vorbesitzer scheint wohl irgendwo IT-mäßig unterwegs gewesen zu sein beim Land NRW. Arbeiten mit Excel 97. Ja, das trägt nur mit einem neuen PC. Das heben wir mal auf. Auch hier ist noch mehr Lego. Aber das Lego, das ist so vergammelt, das werfe ich alle lieber weg. Dann haben wir noch Teile vom Vergaser. Locknox. Höllenschlösser. Können wir gebrauchen. Werden wahrscheinlich auf die Karre passen. Ein Rollo leider nicht. Filtravedo. Schade. Ja, die waren in den 90er Jahren ganz beliebt, diese Teile. Meistens irgendwo hier oder in den Seitenscheiben. Mit einem Saugnapf, wahrscheinlich kommt da diese ganze Saugnäpfe, die ich gefunden habe. Ja, schade, dass da nur eins dabei ist. Ich meine, hier kann man es eh nicht gebrauchen. Ja. Ja, hast ja nur vorne Scheiben. Hinten, die sind ja fest. Ich leg's mal zur Seite. Denn ich habe zufällig noch ein anderes, zweites. Ja, das Kabel vom CD-Wechsler. Da haben wir den Lautsprecherkabel. Mit einem ziemlich runterhängenden Dachhimmel. Ich glaube, das ist die Halterung für den Verbandskasten, das Gummi. Viel Schmutz, aber offenbar kein Rost. Das finde ich jetzt per se schon mal nicht schlecht. Mal, wie es unter dem Fahrrad aussieht. Viele sagen immer Asphalttrennscheibe zu kleinen Reifen, ne? Das ist doch völliger Blödsinn. Junge, warum ist dieses Gewinde so lang? Schreiben.
das ist doch original für die Flex. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Springt ja wohl noch. Oh, oh. Also, liegen bleiben möchte ich nicht mit dem Ding. Temporary use only. Inflate to 60 PSI. 4,2 bar. Olle Kuhfladen. Ja, mal sonst. Auch hier ist kein Rost, nur jede Menge Schmutz. Und ein Schneidringverbinder. Und Nägel. Das lasse ich mir gefallen. Das ist gut. Ein Schneidringverbinder werfe ich direkt in den Müll. Jo, dann gucken wir uns nochmal hinten noch weiter um. Also einen hängenden Dachhimmel haben wir. Das ist ja Golf 2 bekannt. Den werde ich jetzt mit Panzerband eben kurz flicken. Den werden wir dann bei Gelegenheit mal anständig reparieren. So. Kunststoff hier in der Karre, der ist so im Arsch, auch die Seitenverkleidung. So, dann schmeißen wir nochmal die Rücksitzbank um. Beziehungsweise gucken wir erstmal unter die Rücksitzbank, was da drunter ist. Wir haben ja hinten einen Taschenbecher. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Tja. Ich glaube nicht, dass wir da noch was Interessantes drunter finden werden. Aber man kann ja nie wissen. Vielleicht 5000 Markscheine. Was ist das denn hier? Ja. Alles klar, Seilzug ist ab. Jo, dann weiß ich jetzt auch, wozu der Teppichverschluss gehört. Nämlich hier hinten zum Teppich, weil hier die Pappnasen ja das Kabel drunter verlegt haben, was da hinten geht. Jetzt mal so sagen darf, ziemlich fuschermäßig. Naja. Aschenbecher ist leer. Seitenverkleidung ist Müll. Komplett der Stoff abgelöst. Was war das denn nochmal hier? Wie war das denn nochmal? Ach du Scheiße. Dreck ohne Ende. Und noch mehr Geld. Und eine keine 500 Mark, ja. Wir holen jetzt einfach mal den Staubsauger. Oh, hier sind rote Schrauben. Das könnte vom Kennzeichenhalter sein. Und staubsaugen einfach mal drunter. Jo. Oh, leck. Oder was unter den Sitzen? Außer Müll und Müll? Ne, nur noch mehr Müll. Jo, eigentlich bleibt es jetzt ja nur noch hier das olle Radio. Ich wollte es ja mal versuchen, bevor ich hier die Anleitung zücke. Aber ich glaube, ich weiß, wie das geht. Also ich sehe hier zwei so Dinge, die kann ich runterdrücken. Guck mal an. Ja, Diebstahlsicherung bin nutzlos, ne? Alter. Jo, Junge, Junge. Hier sind auch irgendwelche wilden roten Kabel einfach hinterverlegt, die dann sich irgendwie minimieren und dann. Oh Mann. Ich will nur hoffen, dass die den Originalkabelbaum nicht abgeschnitten haben. Aber so wie es aussieht, ist es passiert hier. Ah, ihr Wichser, Alter.
Ja. Stärke, ja. Das wäre ziemlich scheiße, wenn ihr das gemacht habt. Das kann ich euch so schon mal sagen, dass ihr ein ziemlicher Arschgeigen seid. 86 hatte VW doch noch gar keinen ISO-Stecker, oder? Lasst das doch mal in die Kommentare unten rein. Verschwindet hier drunter alles. Tja, dann rupfen wir das doch einfach mal raus hier alles. So. Pioneer, das ist ein schönes Radio. Made in Belgium. Naja, Japan wäre mir lieber, aber das habe ich ja nichts für. Tja, dann. Ja, da unten sehe ich noch einen Stecker. Oh, Jungs. Da schauen wir noch mal eben zusammen drunter. Jo, also hier drunter sieht es ganz schön wild aus, wie im Rattennest. 1000 nachgezogene Kabel. 1000 reingebastelte Kabelbinder. Aber so wie es aussieht, keine Stromdiebe. Okay, Stromdieb direkt vor der Fresse. So, immerhin hinten in die Zentralelektrik eingesteckt. Das geht also schon mal schlechter. Ich verstehe es gar nicht, der Golf C hat doch serienmäßig schon Radiokabelbaum vorgerüstet, oder nicht? Alter Vater. Was ist das denn hier? So ein Lautsprecherkabel kneife ich jetzt mal einfach ab. Zack, zack. So, das CD-Wechselkabel zurück. Was ist das denn, Alter? Diese scheiß Kacke hier. So, weg. Weg den Scheiß. So. Guck mal an. Wird auch schon besser. Hier ist noch irgendein loses, nachgezogenes, rotes Kabel, was einfach endet im Nichts. Gut. Jetzt frage ich mich nur eins. Was ist das hier alles? Mit Panzerband isoliert.
und durchgekniffenen Stecker. Ach Jungs, warum tut ihr immer sowas? Warum? Was auch immer das hier mal für ein Stecker war, das könnte der Radiostecker gewesen sein. Könnte. Weil der ja auch in diese Richtung hier läuft, ne? Lief. Ja. Das war mal der Radiostecker wohl. Seid ihr Spastis. Gut, wir räumen erstmal die Karre weiter auf, beziehungsweise staubsaugen erstmal. Und dann können wir uns um diese ganze Scheiße hier kümmern. Hey, Altblechschrauber, da bin ich wieder. Es ist tatsächlich einige Tage später, also mich hat eine Erkältung oder Grippe oder so mal vollkommen aus der Bahn gehauen. Das hatte alles gar keinen Sinn mehr. Wie ihr vielleicht im Zeitraffer gesehen habt, ich habe gestaubsaugt. Ich habe so gut es geht den Innenraum jetzt mit dem Staubsauger gereinigt. Das ist im Prinzip nur Vorreinigung. Die tatsächliche Innenaufbereitung kommt dann, wenn die Technik soweit fertig ist. Wir gucken uns mal an, was ich alles Schönes gefunden habe. Es ist tatsächlich eigentlich gar nicht so viel. Das Radio, hatte ich ja schon gesagt, es wird ausgebaut, es wird behalten. Das kommt auch nicht wieder ins Radio, ins Auto rein, weil da wird wahrscheinlich dann ein Originalradio reinkommen. Müssen wir mal schauen, was wir da so kriegen können, was dazugehört. Dann haben wir natürlich diese ganze tolle Dokumentation. Die ist eigentlich eher was fürs Andenken, die gehört auch nicht ins Auto. Die kommt woanders hin. Das war von mir, damit die Karre ein bisschen trocknet von innen. Dann haben wir einen Lampenkasten, der entsprechend wieder aufbereitet werden muss. Aber der kommt da auch wieder rein. Vielleicht mit neuen Schaumstoff, müssen wir mal gucken. Aber der ist, glaube ich, eher korrekt. Der kommt da rein. Die abgebaute Verkleidung. Sonderweise ist hier auch was ausgeschnitten worden. Ich weiß nicht, wofür hier der Schalter. Den habe ich ja schon gezeigt. Da hat wohl jemand versucht, einen Racer zu bauen. Wie auch immer, womit auch. Nur schon Kleinkram, die Klipse für die Sitzkopfstützen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Das gehört aber auch dahin. Das könnte tatsächlich zum Sicherung ausziehen sein oder so. Ich weiß es nicht. Hat jedenfalls eine 181-Zeile-Nummer. Ein Befestigungsplüngel für den Teppich. Das gehört da nicht zu, das ist Vergaser, das ist irgendein abgebrochenes Verkleidungsteil, was ich dann wieder ankleben muss, wenn ich weiß, wozu es gehört. Dann haben wir noch so zwei andere Sachen. Das ist auch Bereich Technik, aber ich habe schon mal vorbereitet. Ich habe eine schöne neue VW-Hupe, die wir da einbauen können. Denn da hat schon jemand ordentlich was gebastelt, aber die bauen wir auf jeden Fall ein. Und dann ein Relais für die Hupe, weil VW, sagte ich ja, wenn die lange stehen, haben die Probleme hier mit dem Hupenknopf. Das liegt daran, dass nicht jedes Fahrzeug hier unten ein Relais drin hat, sondern eine Brücke. Und dann drückt der Hupenschalter direkt die Hupe. Und das ist eventuell ein bisschen viel. Da kann man einfach ein Relais reinsetzen. Das zeigen wir euch dann, wenn es zu weit zur Technik geht. Wir gucken uns das mal in Ruhe den Innenraum an. Und ich sage euch dazu ein bisschen was, was ich damit vorhabe. Ich setze mich mal einfach auf die Beifahrerseite. Dann ist das vielleicht ein bisschen besser zu erklären. Also, es handelt sich um einen Golf C. Das bedeutet also Golf C. Ich möchte nicht mit meinen dreckigen Füßen hier so rein, aber egal. Golf C. Keine Mittelkonsole, keine Uhr, kein gar nichts. Also nur so die Grundausstattung. Schiebedach hat er schon mal und einen Spiegel. Das Schiebedach muss auch raus, weil das ein bisschen rostet. Das muss aufbereitet werden, aber das kriegen wir alles hin. Wir gehen jetzt folgendermaßen vor. Ich möchte das Auto wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Das heißt, ich möchte es eher korrekt halten. Das heißt, alles, was so in den letzten 10 Jahren nach der Inbetriebssetzung des Fahrzeugs aktuell war, kommt da rein. Das hat natürlich auch was mit dem H-Kennzeichen zu tun, aber ich habe keinen Bock auf ein Bling-Bling-Radio oder irgendwas, sondern wir bauen hier ein Original-VW-Radio ein, wahrscheinlich ein Kassettenradio, was man umrüstet auf Bluetooth. Das werde ich euch dann eventuell noch in Ruhe zeigen, wie man sowas macht, auch wenn das vielleicht ein bisschen zu spezifisch für den Kanal ist. Dann sorgen wir dafür, dass die Karre vernünftig sauber gemacht wird, dass der Sitz genäht wird. Wir kriegen wahrscheinlich natürlich keinen Sitzbezug, der passend ist, denn das Thema mit den Sitzbezügen ist immer das gleiche beim Golf 2 und beim Käfer, denn die haben mehr oder minder die gleichen Sitze. Wir nähen hier einfach ein Stück Jeansstoff drauf, das sieht am besten mit aus und fällt am wenigsten auf, und im Anschluss werden wir natürlich die Sitze mit dem Sprühextraktionsgerät noch anständig reinigen.
Denn das haben die nötig, auch wenn die durch den Staubsauger relativ sauber geworden sind. Aber wenn man die so anfasst, merkt man doch schon, dass da einiges an Schmutz drin hängt. Das gleiche gilt auch für den Teppich. Den werden wir auch anschließend noch rasieren. Rasieren, wieso? Hier, wo man also so die Füße drauf stellt, hat sich von dem Filz so ein bisschen was gelöst und hat sich so zusammengeplümmelt. Und das kann man mit dem Rasierer ganz gut wieder rückgängig machen. Da, wenn wir eh den ganzen Innenraum draußen haben, können wir also auch mit dem Sprühextraktionsgerät hier einmal so richtig durchknattern und einfach mal alles so richtig sauber machen. Das Ganze wird erfolgen in der Aktion Armaturenbrett, denn auch das muss raus, wie ja schon gesagt, fallen die, guck mal hier, das ist gar nicht fest hier unten, krass, die Schaumstoffklappen auseinander und kommen hier so ein Einzelteil rausgebröselt. Das liegt also daran, dass im Lüftungskasten diese Klappen, die sind so mit Schaumstoff beklebt und die werden mit der Zeit natürlich vergammelt, das Schaumstoff zerfällt. Ja, und dann ist das Ganze nicht mehr dicht. Man kann die Heizung auch nicht richtig anmachen, weil die Klappen innen drin, die Blechklappen, große Löcher haben, die von dem Schaumstoff also abgedeckt werden. Und dann findet man den Schaumstoff überall, wo Lüftung ist, im Auto wieder. Ne? Armaturenbrett hier und im Fußraum war sehr, sehr viel. Das ist so das bekannte Golf 2-Ding. Das zeigen wir euch. In dem Zuge werde ich dann gleich auch noch den Wärmetauscher machen, denn der ist noch höchstwahrscheinlich der erste. Ansonsten ist festzuhalten, dass der Teppich in einem sehr guten Zustand ist. Das heißt, diese Dinger hier, die aufkauterisierten, oder wie auch man das nennt, Kunststoffteile sind nicht ausgerissen. Wenn man ohne Fußmatten fährt, passiert das oftmals. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Auch da hinten die Fußablage sieht sehr, sehr gut aus. Die Pedale, naja, die sind halt verschlissen. Ne? Das ist halt so, da muss man mal gucken, weil das Gaspedal hat ja kein Gummi, sondern nur die anderen Pedale hier. Aber müssen wir gucken, was wir da haben. Vielleicht kriegen wir da auch schöne GTI-Alu-Pedale. Ach nee. So ein paar Generationen später. Ja, Elektrik gibt es da hier natürlich auch einiges zu tun, wie ich schon im Video gezeigt habe. Hier hat also irgend so ein Arsch auf das Radio nachgerüstet und hat hier einfach mal, Ganze schon machen ist halt scheiße. Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen Geschichten hin sind, aber das wird wahrscheinlich alles abgekniffen sein, wenn ich mir das so angucke. Ja, wie gesagt, das ist halt dumm sowas, ne? Also ist halt wirklich dumm, dafür gibt es Adapter. Naja, es war halt auch irgendwann mal ein wertloses Auto. Das ist es mittlerweile nicht mehr, aber wenn man ein wertloses Auto hat und manche Leute machen dann solche Sachen. Ja, Grundreinigung, sagte ich ja schon, hier ziemlich viel Schmodder überall. Ja, also auch hier drin irgendwelche festgeklebten, gammeligen Gelbstücke. Das müssen wir machen. So, dann kommen wir zur eigentlichen Innenausstattung. Die Fahrertürverkleidung ist in der Armablage gebrochen leider, ansonsten ist sie tipptopp, das heißt, wir müssen sie tauschen. Vielleicht können wir sie auch reparieren, aber wir gehen erstmal vom Tauschen aus. Das Lenkrad ist ziemlich speckig, schmockig, was auch immer. Wenn wir finden, Momo Holzlenkrad wäre natürlich eine geile Sache, auch wenn es eigentlich nicht zum MH passt, also zum 1,3 Liter Krückstock-Gehhilfenantrieb. Das wäre natürlich schon geil, so ein schönes Holzlenkrad passt echt gut in Golf 2. Dann haben wir hier vorne, das ist nicht ganz Innenraum, aber wir haben hier eine Durchrostung. Die müssen wir angehen. Wenn das Armaturenbrett draußen ist, können wir da ganz gut dran, denke ich. Die Türverkleidung ist tatsächlich sehr gut. Die hat nichts. Die bleibt noch original bestehen. Die müssen wir dann nur einfach entsprechend mal vernünftig sauber machen. Draußen müssen neue Fenstergummis rein. Hier die Rosette fehlt vom Türpin. Aber das ist alles nichts Wildes. So, hinten drin sieht es entsprechend ähnlich aus. Wir setzen uns mal eben rein. Auch hier ist der Teppich sehr, sehr gut erhalten für das Alter. Es ist noch ein bisschen schmutzig, aber das können wir dann natürlich machen, wenn wir dem Sprühextraktionsgerät zugange sind. Hier sind beide Verkleidungen kaputt. Das heißt, die geht sogar noch, aber die andere Schachtverkleidung hier ist kaputt gebrochen. Unten, ich meine, das ist nicht weiter schlimm, die bleiben da ja liegen und die Karre klappert und rappelt eh überall. Hier ist der Sitzbezug auch noch gerissen, das werden wir nähen können und hier unten ist der Sitzbezug auseinandergeflogen. Sie haben wahrscheinlich mal eine fette Sau ordentlich draufgeschmissen, das weiß ich nicht. Entschuldigung, das war für die fette Sau. Hintere Seitenverkleidung hat sich natürlich gepellt, wie üblich. Ich weiß nicht, ob man das noch kleben kann, ich gehe davon aus, dass dem nicht so ist, aber auch so eine Seitenverkleidung kostet nicht das meiste. Hier drüben ist die komplett kaputt, also auch gepellt. Noch habe ich in den Aschenbecher reingeguckt. Guck mal, der ist sogar sauber. Die hat sich gepellt und hat sich irgendwie zusammengekrümmelt und ja, ich weiß nicht, jedenfalls ist die hin. Die müssen wir also neu haben. Der Himmel löst sich und ist hier oben beschädigt. Die Beschädigung ist mir jetzt erstmal Wurst. Das Lösen können wir kleben mit hier, Vinylkleber.
Das zeige ich euch dann hier vorne. Löst sich natürlich auch. Aber da brauchen wir keinen neuen Dachhimmel für. Der sieht nämlich sonst noch ganz gut aus, den kriegen wir gereinigt. Ansonsten Sitzbank hinten, tipptopp in Ordnung. Also wirklich nichts zu meckern, die muss nur einmal gereinigt werden dann. Unten drunter sieht es auch super aus, wie ihr gesehen habt. Ja, hinten drin das Übliche. Kaputt müssen wir neu haben. Kaputt müssen wir neu haben. Ich zeige euch gleich, warum ich die Dinger Witwenmacher nenne. Langsam. Ansonsten hier, das ist alles furchtbar gelb. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht sogar so muss. Ansonsten sind tatsächlich auch alle Klipse da. Also hier diese Abdeckung, die allerdings auch kaputt gehen werden beim Ausbau. Die Verkleidung ist tatsächlich in Ordnung. Hier ist eine Beule drin, die müssen wir mal angehen. Und ansonsten ist diese eine Verkleidung tatsächlich sogar noch in Ordnung. Was ich sehr erstaunlich finde. Normalerweise pellen die sich ja komplett immer. Die andere sieht natürlich so aus, also das meine ich mit Pellen. Das kann man auch nicht kleben, weil das schrumpft blöderweise. Da müssen wir einfach abziehen, das Ding ordentlich einmal gerade bügeln, hier die Verkleidung. Dann können wir da schon neues schwarzes, selbstklebendes Plastikding aufkleben. Und dann kriegen wir die auch wieder hier rein. Das ist alles nicht so wild. Euer Haubenlifter, das ist alles Mechanik. Schloss hier funktioniert nicht, warum auch immer. Aber das ist auch Abteilung Mechanik. So, haben wir noch irgendwo was vergessen? Nö, ich glaube, das war's. Ansonsten Zubehör, achso, Radmulde hattet ihr vielleicht schon im Zeitraffer gesehen. Also auch tipptopp, die muss noch einmal ausgewaschen werden, genau wie alles hier. Eigentlich noch ein Teil, achso, das ist die Haltung fürs Kabel. Ansonsten Karosserie ist zumindest was Stand jetzt hier angeht, echt gut. Ne, natürlich ist da einiges an Dreck drin. Hier so diese üblichen Sachen, Staub und Schmutz, das werden wir natürlich alles rauswaschen können. Und ich sag mal, eventuell solche Kratzer hier, die werden wir natürlich nicht rauspolieren können, aber vielleicht besorgen wir uns da mal eine passende Spraydose für und machen einfach mal eine Rattlecan-Überholung dafür da hinten. Ansonsten, wie gesagt, recht guter Zustand, das Zubehör. Also im Kofferraum ist, habe ich noch ein bisschen erweitert. Das Reserverad ist klar, also diese olle Bombe hier, die müssen wir mal sauber machen und neu lackieren. Die hat natürlich keinen praktischen Nutzen mehr. Dann diesen Kram hier werden wir wahrscheinlich im Ultraschallbad einmal reinigen können. Der kriegt dann auch einmal eine Ladung Farbe. Der Kollege hier ebenfalls, obwohl ich den glaube ich nicht mal ins Ultraschallbad reinwerfen würde. Da müssen wir gucken. So, das Ding. Naja. Dann habe ich noch ein platzsparendes Dingens hier gefunden. So ein, ne, weißt ja hier, ich bin liegen geblieben. Das spendieren wir der Kiste also. Und dann hier die gefundenen Radschrauben-Dinger, wobei ich noch gar nicht mal weiß, ob die passen. Das Kegel oder Dingensbunt ist, das werden wir gleich mal eben nachschauen. Ja, und dann diese schöne Konstruktion, die werden wir natürlich auch tauschen müssen gegen eine vernünftige Verkleidung. Warum nenne ich die Dinger Witwenmacher? Also ein Lautsprecher wiegt so ungefähr 1,5–2 Kilo. Und der ist hier nur so lose reingeschraubt. Das hier übrigens ist ja kein Holz oder irgendwas. Das ist irgendwie so ein Pressspan, keine Ahnung was. Mit irgendwelchen Spackschrauben, das reißt so raus. Und wenn ihr bei einem ordentlichen Unfall mit 100 Klamotten 3 Kilo von hinten in den Nacken fliegen, war es das mit deinem Nacken und mit deinem Genick. Und das Ding ist gelaufen, ja. Und deswegen nenne ich diese Kisten Witwenmacher. Muss raus, hat nichts zu suchen in einem Auto. Generell auch in den 80ern schon nicht, aber gut, damals war man ein bisschen anders unterwegs. Eigentlich, wenn man es vernünftig machen will und man muss den Scheiß unbedingt auf der Hutablage haben, gehören hier eigentlich MDF oder USB-Einbauringe drum, die dann vernünftig verschraubt werden mit richtigen Schrauben. Und die Hutablage muss entsprechend so gesichert sein, dass die also bei einem Auffahrunfall dann nicht nach vorne klappt und alles Teilen dir entgegenkommt. Aber naja, ich sag ja nur, hier, Nagelstellen mit Schrauben hier drin festgemacht. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Lautsprecher, sofern sie funktionieren, baue ich aus. Die lege ich zur Seite, genau wie das Radio. Das kann man immer mal gebrauchen. Ist natürlich auch ein Sammleraspektpunkt vielleicht. Vielleicht kann man es auch verkaufen. So. Ja, das sollte es im Großen und Ganzen erstmal gewesen sein. Ich gucke mir jetzt nochmal eben die Räder an. Und dann sehen wir uns zum Abschluss nochmal wieder. Bis gleich. So, die Radsicherung hat leider einen vollkommen anderen Durchmesser. Das ist M14 und das ist M12, glaube ich. Das passt also leider nicht. Schade, aber ist wie es ist, ne? Ja, soll ich diese ollen Felgen behalten? Die kann man sicherlich schön wieder aufbereiten. Das ist alles nur Bremsstaub, das lässt sich rausmachen. Korrosion hatte ich soweit keine gesehen. Die hat tatsächlich auch, weiß nicht wie man es schafft, einen Bordsteinschaden.
kein schlimm, aber halt, er ist halt da. Müssen wir mal gucken, was man damit machen kann. Ansonsten Fondmetall, ist jetzt kein Ronal, ne? Oder irgendwo BBS oder was. Vielleicht findet man da schöne BBS-Kreuzspeichen noch für. Die würden auch generell zum Auto passen, tiefer Holzlenkrad. Das wäre dann eine schöne Sache. Ja, soweit, so gut. Ja, ich denke, die nächste Abteilung, der nächste Halt wird dann sein, dass wir uns um das Triebwerk, diese kleine Mühle hier kümmern. Wie gesagt, Kühler ist Schrott, bekanntes Thema. Die Kappe ist die erste, der läuft wie ein Stück Keks. Der Vergaser einen Schaden hat, den werde ich jetzt tatsächlich als nächstes zerlegen und angehen. Die Zylinderkopfdichtung ist leck, wie man das so unten sicherlich mehr oder minder gut sehen kann. Ich euch da rein. Da. Ansonsten generell, ich glaube, die Kupplung ist ziemlich fertig. Das müsste man sich dann mal anschauen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich den Motor ziehen werde. Denn eigentlich ist es genug Platz für alles, was man so machen kann. Aber ich sag mal, wenn man den Motor gezogen hat, kann man damit eben in die Waschbox das Ding einmal vernünftig durchkehren. Das kann man so nicht ohne weiteres. Grundsätzlich hat er auch relativ viel Korrosion, wie ich ja schon sagte. Ja, also das ist zwar nur optisch, aber ist trotzdem da. Weiß ich nicht, wie wir das angehen sollen. Ja, es gibt ein kleines bisschen was zu tun. Tatsächlich ist er gar nicht so schlecht. Also ich sag mal, die optischen und Innenraumgeschichten werden natürlich das Technische hier weit überschreiten, vermute ich. Ja gut, dass die Bremsen fest sind, das ist klar. Also nach 22 Jahren Standzeit fast. Ja, was willst du machen? Ist wie es ist. Ist ein Scheunenfund, das musst du halt alles einkalkulieren. Dafür ist er so, weit ich weiß, relativ rostfrei. Natürlich die Geschichte im Innenraum. Aber ich sag mal, die Endspitzen sind noch drin, die Federdöme hinten sind noch drin. Das ist alles gut, soweit ich das gesehen habe. Wir gucken uns den Unterboden auch nochmal die Tage vernünftig an, bevor wir die Mechanik angehen. Aber, obwohl wir machen erst die Mechanik, weil es lohnt sich so oder so eigentlich. Achso, die Scheibe muss noch getauscht werden, aber auch das ist ein Thema für die Mechanik. Oder für den Innenraum. Für den Innenraum, weil ich muss ja innen drin auch schweißen und wenn da eine Scheibe drin ist. Na, Steinschlag, Karglas macht das nicht mehr. Schade. Ja, und dann abschließend natürlich die Lackaufbereitung und dann haben wir unseren Oldtimer für den Alltag wieder vorbereitet. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns demnächst wieder dann mit vernünftiger Stimme und ein bisschen klareren Kopf. Ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen, aber das Ganze wird mit der Zeit besser. Mach's gut, bis bald und vielen Dank. Tschüss.